Ja, herzlich willkommen. Heute geht es mal um das Thema Größenvergleich und ein bisschen Technikvergleich zwischen Spur Z und H0. Bei mir in der H0 das Dreileiter- bzw. Wechselstromsystem von Märklin. Alles, was ich also heute sage, bezieht sich dann im Bereich H0 ganz, ganz klar auf die Dreileiter-Varianten und nicht auf die auch am Markt verfügbaren Zweileitersysteme. Davon habe ich leider keins hier, was ich euch zeigen könnte. Kommen wir mal zum Vergleich der beiden Systeme, die wir hier vor uns haben. Ich habe hier die Standard-Lok der Märklin-Produktion rausgesucht für euch. Die wurde alleine in H0, in der großen Variante hier, über 5 Millionen Mal produziert, habe ich neulich gelesen. Und das ist schon eine Ansage. Wie oft die in Z produziert wurde, ich weiß es nicht, aber auch unglaublich oft. Wahrscheinlich keine ganzen 5 Millionen Mal. So, und jetzt seht ihr diese beiden Schmuckstücke schon vor euch. Und wenn man sich den ersten Größenvergleich anguckt, das war für mich auch so der Hauptschock bei dem Ganzen. Es ist wirklich immens. Also nicht nur von der Seite, auch wenn man die beiden Loks mal nebeneinander hält von vorne. Das ist ein Größenverhältnis und ein Größenunterschied, der wird einem erst bewusst, wenn man den live sieht. Und der wird einem noch nicht mal ganz bewusst, wenn man sich nur die Gleise anguckt. Also da haben wir hier einmal 6,5 mm Spurweite, das heißt also hier von Spur zu Spur zu 16,5. Das klingt ja erstmal nicht so viel. Und wenn man jetzt mal hier diese beiden Gleissysteme übereinander legt, ja, sieht man, da ist ein Unterschied. Aber der tatsächliche Größenunterschied, auch was das Volumen und das, was man in der Hand hat, angeht, merkt man wirklich erst, wenn man die so nebeneinander sieht und dann auch selber mal berührt. Was steckt hier technisch drin in dem Ganzen, was ich euch hier mitgebracht habe? Das ist ganz interessant, also die kleine Z-Lok hier. Die kann man heute so neu von Märklin kaufen. Und zwar wird die in Startsets von Märklin angeboten. Zusammen mit ein paar Güterwagen, einem Schienenkreis. Da weiß ich nicht mal, ob da überhaupt eine gerade Schiene mit dabei ist. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Kreis. Und so ein analoges Steuergerät, wie ihr das bei mir jetzt auch im ersten Video zur Spur Z sehen könnt, wird die neu verkauft. Und der Wunschpreis von Märklin ist, glaube ich, 175 Euro für diese Startsets. Die Lok, die ihr hier seht, die könnt ihr so nicht mehr neu kaufen. Das ist eine ja, gratis Beigabe gewesen, um euch mal einen Preisvergleich zu geben, zu 5 Waggons, die ich neulich auf eBay ersteigert habe, für 13 Euro. Und da wurde dann die Lok hier gratis mit draufgelegt. Wahrscheinlich, weil sie 5 Millionen Mal produziert wurde und weil sie eben nicht digital ist. Und alles, was in H0 nicht digital ist, wird einem zumindest bei Märklin heute preislich wirklich hinterhergeworfen. Unterschied digital-analog, auch im ersten Video bei mir. Im Bereich H0 ist digital der absolute Standard. Da wird über analog, wie hier bei Spur Z der Standard, gar nicht mehr diskutiert. So, wenn ich das jetzt aufmache, so eine Lok, auch bei der H0, ist es nicht groß anders als in Z. Da muss man hier eine Schraube lösen für die Lok. Dann kann man das Gehäuse abnehmen. Das ist bei dieser relativ alten Variante hier, 89006, steht ihr sie drauf. Ja, relativ billig gemacht. Also das ist wirklich ein günstiges Hartplastik. Das fühlt sich jetzt nicht sonderlich dolle an. Die ist jetzt hier anscheinend auch schon mal von irgendjemandem farblich nachbehandelt worden. Sieht gar nicht schlecht aus, aber die Farbe scheint jetzt nicht wirklich hochwertig zu sein und passt auch nicht so richtig zu den Rädern. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Es ist zumindest rot. Und wenn ich die Lok offen habe, sehe ich erstmal gar nicht viel. Ich sehe hier vorne so einen Kasten. Da gehen wir gleich mal drauf ein, was das ist. Ich habe dann hier eine kleine Leuchte für das Licht vorne. Das heißt, diese Lok hat vorne Licht. Hinten interessanterweise nicht. Also hinten ist das nur so angedeutet. Gibt es auch keine Lampe. Und dann habe ich hier hinten einen Motor. In dem Fall ein Wechselstromkonzept bei dieser Lok. Hängt zusammen mit dem Dreileitersystem von Märklin. Das heißt also, hier habe ich
nicht wie bei Spur Z und Zweileiter H0-Systemen nur zwei, also ein Rad und die andere Seite, als die beiden Leiter für die Spannung und den Strom, sondern ich habe noch einen dritten in der Mitte. Deswegen heißt das Ganze Dreileiter. Das seht ihr auch an den Gleisen, wenn man sich die anguckt. Wir haben einen Leiter, den zweiten Leiter und dann hier diese kleinen Punkte, das sind sogenannte Pukos. Das ist der dritte Leiter. Das ist das, wo diese Schleifer hier in der Mitte rüberläuft. Was jetzt besser ist, was schlechter ist, zwei Leiter, drei Leiter. Da wurden schon ganze Abende mit Diskussionen gefüllt unter Modellbahnern. Ich habe da persönlich keine Meinung zu. Meine eigene Feststellung ist nur, das kann aber auch an der reinen Spurweite liegen, dass die Betriebssicherheit im Dreileitersystem höher ist als beim Zweileitersystem wie in der Spur Z. Da haben wir nämlich nur zwei, eins, zwei, keine Punkte in der Mitte. Ich habe halt drei Verbindungen zum Strom anstelle von nur zwei bei der Spur Z oder bei anderen Zweileitern. Für mein Gefühl etwas mehr Betriebssicherheit. Ob das allgemeingültig ist, kann ich euch aber nicht verraten. So, ansonsten habe ich in der Lok hier eigentlich nicht viel drin. Also ich habe vorne eine Lampe, ich habe hinten einen Motor und dann hier in diesem Wechselstromkonzept gab es einen sogenannten Umschalter. Das heißt, da wurde also nicht durch verschiedene Spannung auf dem Gleis, geht ja nicht. Diese beiden Gleise hatten immer die gleiche Phase und der Punktkontakt oder der Leiter in der Mitte, die andere. Und die wechselten ja, deswegen Wechselstrom. Gab es also Spannungsspitzen und mit Spannungsspitzen konnte man diesen Umschalter hier quasi betätigen, der dann dafür gesorgt hat, dass der Motor in die eine oder andere Richtung lief. Das war so das Grundkonzept von diesem Dreileitersystem. Wie gesagt, die Lok kann man so nicht mehr kaufen. Was man aber kann, ist, man kann diese Lok hier kaufen. Die sieht jetzt fast genauso aus. Da steht allerdings 89009 und das ist jetzt auch keine Profi-Lok von H0 oder so. Ich habe auch hier die Schraube schon mal rausgenommen, damit wir uns die angucken können, sondern die kommt aus der Start-up-Linie. Ja, so sieht das Ganze dann hier aus. Dampflokomotive BR890 der DB von Märklin aus der Start-up H0. Die habe ich jetzt auch bei eBay gekauft für 40 Euro. Und wenn ihr euch mit der Spur Z schon mal beschäftigt habt und bei eBay schaut, wisst ihr, für 40 Euro bekommt ihr die Lok hier, ja, in analog, mit, ja, Glück läuft sie, oder in H0 bekommt ihr eben so eine Lok hier, in quasi nagelneu, also die ist fast nicht gelaufen, war die Aussage des Verkäufers und das kann ich jetzt auch, nachdem ich sie innen drin angeguckt habe, so im Groben bestätigen. Die hat also jetzt nicht viele Stunden auf der Uhr. Sieht auch noch nagelneu aus von außen. Da sind keine Kratzer, keine Abbrüche, kein gar nichts wirklich dran. Das Plastik hat sich nicht geändert beim Gehäuse. Es fühlt sich ein bisschen hochwertiger an. Und es ist ein bisschen matter als dieses glänzende Plastik von früher. Die Details kommen jetzt ein bisschen besser raus. Ich glaube aber, dass die Gussform sich nicht geändert hat. Also das scheint exakt dasselbe Modell zu sein, wirklich in allen Details. Da bekomme ich also das Gleiche wie vor 30 Jahren. Auch was die Lichter angeht. Vorne habe ich Licht, hinten habe ich nur so eine Andeutung. Also Gehäuse bis auf ein besseres Plastik wie vor 30 Jahren. Und jetzt gucken wir uns mal an, was drin steckt. Das sieht ein bisschen anders aus. Wir haben immer noch den Dreileiter mit dem Schleifer hier unten. Und die ist übrigens bei mir jetzt schon eine ganze Menge gelaufen in den letzten Tagen und Wochen. Und dann haben wir hier einen Motor. Und wir haben hier vorne einen Decoder. Der ist standardmäßig mit drin. Das heißt, die Lok ist ab Werk digital. Hat interessanterweise, die ist jetzt ja nicht ganz neu, hier vorne keine LED, sondern noch eine normale Glühbirne drin. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass da schon eine LED drin steckt. Kann sein, wenn ihr die jetzt kauft, steckt eine LED drin. Der Motor selber ist kein Wechselstrommotor mehr. Und das Konzept selber ist jetzt auch kein Wechselstrom mehr im Bereich digital. Sondern ich habe auf meinen drei Schienen drei Leiter. Und das ist auch das, warum das nicht mehr Wechselstrom, sondern Drei-Leiter-System heißt. Die beiden hier
sind die eine Seite quasi, Plus- bzw. Minuspol. Und diese kleinen Punkte sind der andere. Heißt also, ich bekomme eigentlich ja, das gleiche Signal wie beim Zweileiter hier drüben, wo ich das eine Signal auf der einen Seite habe und das andere Signal auf der anderen Seite. Habe ich jetzt hier quasi auf den Schienen das eine und an den Punkten das andere. Es ist aber kein Wechselstrom mehr. Das heißt, die Phasen springen nicht mehr hin und her. Ich brauche nicht mehr so einen lustigen Umschalter und sowas, sondern ich bin hier komplett im Bereich digitaler Technik angekommen, standardmäßig. Und das, wie gesagt, für 40 Euro. Zum Thema Decoder, Umbau und ähnlichen Themen findet ihr auch bei mir ein Video zur Spur Z. Bei H0 wird das Thema noch ein bisschen intensiver, wenn wir uns da noch mit beschäftigen. Da gibt es das schon länger. Das heißt, die Entwicklung dieser Decoder fängt bei H0 schon in den 80ern, frühen 90ern an. Und seitdem gibt es unterschiedlichste Modelle und Varianten. Das heißt, bei Spur Z müsst ihr euch da bis heute, 2020, überhaupt keine Gedanken drum machen. Ihr bekommt quasi keine digitalen Modelle gebraucht und neu von Märklin ja sowieso schon mal gar nicht. Warum auch? Ja, da kann man das verkaufen, was man schon 1972 verkauft hat. Und zwar, wenn wir das mal vergleichen, seht ihr hier, wir haben die Räder mit einem Zahnradgetriebe dazwischen und von den Rädern geht das dann direkt auf die Motorbürsten, das sind diese hier. Also die Lok ist jetzt hier in keinem wirklich sonderlich guten Reinigungszustand oder so, die fährt bei mir eigentlich auch gar nicht. Dann habt ihr hier die Verbindung, die ist da an der Stelle und von da geht es eben direkt auf den Kollektor vom Motor hier hinten drin. Und dann habt ihr hier noch einen schönen Kondensator drin. Und das wird heute für 175 Euro verkauft. Plus Wagen und ein paar Gleise. Aber wenn ihr da mal bei eBay guckt, da bekommt ihr gesamte Anlagen mit ganz, ganz vielen Gleisen, die schon auf einer Anlage sind, plus Wagen dazu, vielleicht für 100, 150 Euro. Das heißt, mein Tipp wäre, wenn ihr euch mit dem Thema Modellbahn beschäftigt und ihr seid eher ein bisschen grobmotorisch veranlagt oder das Ganze hier, ihr seht es ja an meinen Fingern, ist euch schon einfach zu klein und fisselig, wenn ihr überlegt, ihr müsst dann hier noch was reparieren an dem Ganzen und ihr wollt relativ einfach digital fahren, dann ganz klare Empfehlung, geht zu H0. Die Preise sind niedriger, es gibt mehr Material am Markt. Es gibt unterschiedliches Material am Markt, was es bei Spur Z in dem Maße alles nicht gibt. Und es ist tatsächlich so, dass mein Eindruck ist, dass im Gebrauchtwarenmarkt das Angebot größer ist als die Nachfrage, was diese niedrigen Preise dann bestimmt. Aber auch bei relativ neuen Sachen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man jetzt nur mal ganz klassisch sagt, wie viel Masse und Technik bekomme ich für mein Geld bei H0, um viele, viele Klassen besser, beim selben Hersteller, wo gemerkt, wir sprechen vom selben Hersteller, als bei der Spur Z. Was bekommt ihr dazu im Gegensatz bei der Spur Z? Die Preise sind, neu wie gebraucht, für das, was technisch drin steckt, extrem hoch von meinem Gefühl. Das heißt also, eine neue Spur Z-Lok, wenn das jetzt eine schöne Variante ist, die sehen inzwischen ja auch noch deutlich detaillierter aus, so eine große, die kriegt man für 200 Euro, teilweise Sondermodelle für 300 Euro. Da steckt technisch aber nichts anderes drin als hier. Da gibt es jetzt einen neuen Motor, der heißt dann Glockenankermotor oder ähnlich. Der hat dann eine Schwungmasse vielleicht mit dabei. Da hat sich aber sonst nicht viel geändert. Was ihr bei den ganzen neuen Modellen bekommt, es ist ja hier ein Metallgehäuse bei der Z, das hatte ich vielleicht nicht erwähnt. Das ist ein Metallgehäuse. Großer Unterschied zu den H0 Plastik. Gehäusen. Das heißt also, hier bekommt ihr schönes Metall. Bei den ganzen neuen bekommt ihr das aber auch nicht mehr. McLean stellt jetzt um auf metallgefüllten Kunststoff. Und der ist tatsächlich noch leichter als das Metall. Nur ein ganz bisschen. Aber man kann damit mehr machen. Das heißt, die Modelle werden vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Die Zugkraft wird aber nachlassen. Denn Spur Z hat auch keine Haftreifen. Das wären so kleine Gummis, die hier angebracht sind. Die bekommt ihr bei H0 seit, ich weiß nicht,
40 Jahren oder so auch als Standard mit. Das ist dieser schwarze Bereich hier. Haftreifen nennt sich das. Das ist einfach Gummi, das sorgt für eine bessere Traktion auf der Schiene, sodass auch so eine kleine Lok hier ordentlich was wegziehen kann. Hat auch die alte hier schon, die neue dann natürlich auch. Insofern, ich finde die Spurzett ist genial, vor allen Dingen, weil ihr eben auf relativ kleinem Raum riesige Anlagen aufbauen könnt. Und wenn ihr euch das vorstellt, ihr baut auf der gleichen Anlagefläche den gleichen Gleisplan auf, mit diesem Gleis oder mit diesem, dann habt ihr in der Variante Spur Z eine unglaublich realistische Anlagenplanung mit viel, viel Platz, viel Gelände. In H0 habt ihr wahrscheinlich eine reine Gleiswüste, wo dann irgendwie noch ein Bahnhof hinkam. Die einzige Frage, die sich dann bei Spur Z stellt, ist natürlich, was mache ich denn mit dem vielen Gelände und dem vielen Platz? Natur ist eine gute Variante, denn beim Zubehör werdet ihr feststellen, es gibt inzwischen unglaublich viel. Das wird im Großteil aber von Kleinserienherstellern hergestellt. Und auch da sind die Preise relativ hoch. Das heißt also, auch bei Fahrzeugen, wenn es jetzt um Autos geht zum Beispiel oder um Pferdewagen, ähnliche Dinge, müsst ihr bei Spur Z in den meisten Fällen tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr denn überhaupt was in der Richtung bekommt, was euch gerade vorschwebt. Also da ist auch die Auswahl eingeschränkter. Dafür ist es tatsächlich natürlich deutlich filigraner und auch ein bisschen was Besonderes. Wenn man sich das so anschaut, H0, die Standardgröße, die ja auch schon von vielen als sehr klein bezeichnet wird, und dagegen die Spur Z, dann habt ihr mit der Spur Z hier natürlich schon wirklich was sehr, sehr filigranes, schönes, fast schon künstlerisches. Und die H0, die ist aber auch definitiv für Kinder geeignet. Also seht ihr auch auf dem Karton hier, steht 6 bis 99. Ihr seht auch, das Ganze hat anscheinend beim Italiener gehört. Aber auch Märklin denkt, im hohen Alter kann man noch mit einer H0 arbeiten, wenn man vielleicht bei einer Z schon gar nicht mehr erkennen kann, da ist eine Lok. Was ist also das Fazit? Wenn man jetzt mal das Thema Schönheit, filigran und alles andere außen vor lässt und wir gucken mal nur die harten Fakten an, muss man leider sagen, ist die Spur Z für das, was man technisch und inhaltlich bekommt, absolut überteuert. Da stimmt Preis-Leistung, gerade wenn es neu ist, gar nicht mehr. Und H0 setzt da einfach einen ganz, ganz anderen Standard. Natürlich sind die Massen, die Mengen, die Produktionsmengen bei H0 eine andere. Ich kann mir dadurch aber trotzdem nicht erklären, warum man es so schwer macht, in die Spur Z einzusteigen und sagt, so ein Startset mit so einer kleinen Lok hier, Technik von vor 40 Jahren oder 50 Jahren, einem analogen Regler mit Technik von vor 50 Jahren und ein paar Gleisen muss knapp 200 Euro kosten. Da denke ich, wäre es schon drin, dass man vielleicht auch so eine Lok heute mal als digital ausliefert, auch in Spur Z. Das ist alles möglich. Da gibt es viele Leute, die haben auch diese kleinen Loks schon umgebaut. Ich bin selber gerade mit so einem Nano-Decoder dabei und tatsächlich, es gibt ja nicht nur Märklin als Hersteller. Bei H0 gibt es gefühlt 100 verschiedene Hersteller, die auch dann für dieses Dreileitersystem Loks anbieten. Im Bereich Spur Z gibt es eigentlich nur 4. Das ist AZL, also American Z Lines, MTL, Microtrains Line, Rokuhan, diesmal nicht aus den USA, sondern aus Japan und eben Märklin. Das sind die 4 großen Hersteller und dann gibt es noch kleinere, wie Freudenreich zum Beispiel und ähnliche, das sind dann Kleinserienhersteller. Das heißt, also, wir sprechen von einem Markt von vielleicht 5, 6 Herstellern. Und da ist es so, dass Märklin als Branchenprimus die einzigen sind, die ab Werk das Thema Digitalisierung bisher vollkommen ignorieren. Wenn ihr euch also umschaut bei Microtrains Line oder American Z Lines oder auch Rokuhan, werdet ihr feststellen, dass ihr inzwischen sogar auf der Homepage Angebote zum Thema Digitalisierung habt. Das heißt also, die MTL-Loks und die AZL-Loks sind inzwischen ab Werk auf Decoder vorbereitet. Den muss man noch extra dazu kaufen, komischerweise für 26 Euro, aber da kann man so eine Standardplatine einsetzen
und dann ist die Lok digital. Bei Rokuhan ist es noch nicht ganz so weit, da ist es aber so, dass die komischerweise schon Decoder anbieten, die aber nur in deren Triebwagen zum Beispiel reinpassen. Also die haben sehr, sehr viel japanisches Rollmaterial. Nichtsdestotrotz, McLean sind die einzigen, die das Thema vollkommen ignorieren, obwohl es wirklich tolle Hersteller gibt, die sich damit beschäftigen. Ich hatte Felmo schon mal erwähnt, als quasi Standardhersteller für fertige Platinen. Und aus meiner Sicht könnte die Spur Z viel, viel erfolgreicher sein, wenn sie eben vom Preis-Leistungs-Verhältnis her besser aufgestellt wäre. Denn dann könnte man eben auch auf kleinem Wohnraum ganz, ganz viel erreichen. Und das ist tatsächlich eine Erwachsenenbahn. Und H0, das ist eben auch eine Bahn, gut geeignet für Kinder. Also man soll auf diese Gleise angeblich auch rauftreten können und so, habe ich alles noch nicht gemacht. Aber wenn ihr damit anfangt, muss die Empfehlung lauten, zum heutigen Zeitpunkt nehmt H0, außer ihr habt wirklich einen ganz, ganz guten Grundspurset zu nehmen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Postet gerne als Kommentar auch eure Erfahrungen zu den Spurweiten und eure Meinung dazu. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr auch denkt, warum Märklin vielleicht heute noch nicht digitalisiert hat und warum die Spur Z immer noch als analog angeboten wird im Standard. Und so viel für heute. Nochmal als letztes der Größenvergleich auch von den Packungen her. Ihr seht, da ist einfach mehr drin. Danke euch.